Hallöchen und willkommen zurück zu Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir ja wie bekloppt geangelt. Es ist noch ein bisschen laut. Das ist besser. Deswegen haben wir noch so viele Fische im Inventar. Schmeißen wir jetzt alle mal hier rein. Gut. Das andere Rummel können wir einfach mal hier reinpacken. Wir gehen nämlich heute auf die Insel. Ich glaube, das wollten wir schon letzte Folge machen. Ups, leck. Weiß auch nicht wieso. Da stand, Achtung, Warnung, hohe CPU-Lastung. Okay. Nämlich hier die Pfannkuchen und jeweils die Brokkolis mit zum Essen auf alle Fälle. Schon mal. Gucken. Da wir ja noch ein Momentchen Zeit haben, nochmal im Keller. Nee. So ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu wenig Essen ist. Wird schon gut gehen. Wir machen uns mal unterwegs. Wir haben nämlich schon 7.30 Uhr und 8 Uhr geht hier das Brot rüber. Die nehmen aber nochmal eben schnell hier die Würmchen mit. Die sind noch was zu essen. Den Winterknoll kann man nämlich auch essen. Dann der Winterwurzel, nicht Knolle. Wenn ein bisschen Kupfer ist auch schön, weil wir brauchen ja noch diese Drachenzähne da. Ah nein, wir können nicht auf die Insel. Wir müssen Sardinen noch angeln. Ups, wie plant zurück. Wir müssen Sardinen angeln. Aber das habe ich ja verstimmt. Ja, wir hatten ja hier diese Sardinenaufgabe angenommen. Wir müssen jetzt die Sardinen erst angeln. Ach, toll. Voll vergessen. Wie war das nochmal? Nicht ganz auswerfen, dann geht das am besten. So, wie geht den Laden aufmachen? Ach, stimmt ja. Das hab ich schon. Ey, da ist eine Viertelstunde zwischen den Folgen jetzt gewesen, weil ich eben was gegessen habe. Was dann fertig war. Nach dem Sport. Nein, da liegt anderthalb Stunden zwischen. Viertelstunde. Ich bin so durch noch. Es tut mir echt leid. Aber wie gesagt, ich war eben beim Sport, habe was gegessen und bin jetzt wieder hier. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso ich schon wieder nichts weiß. Und während des Sports mir nämlich eingefallen, ich wollte nicht eigentlich auf die Insel. Und dadurch habe ich das mit dem Angeln verdrängt, nicht verdrückt. Der Vorteil ist, ich mache das ja hier alles als Urlaubsvorbereitung quasi. Wenn ihr diese Folge seht, habe ich nämlich meinen allerersten Urlaubstag. Wie? Hilfe. Bleib doch. Wie? Mein aller Thunfisch. Aber was soll ich sagen? Mein allerersten Urlaubstag. An dem ich. Nee, da war noch nichts. Ja, Samstag.
Und danach, das Wochenende, bin ich ja weg. Und in der Woche selber habe ich auch einiges zu tun, weil ich einiges aufgeschoben habe auf diesen Urlaub. Ich muss zum TÜV, ich brauche einen Ausweis, ich habe 3, 4 Arzttermine. Ich halt die Termine extra da reingelegt hatte. Ich finde so immer Arzttermine, natürlich, ich habe, was das angeht, nette Kollegen und auch einen einigermaßen coolen Arbeitgeber, der immer sagt, ja, wenn das wichtige Termine sind, werde für die Zeit freigestellt. Ihr habt ja in der Regel Überstunden, entweder geht das davon ab. Oder du kommst halt nachher und arbeitest nochmal 2, 3 Stunden nach. Also mal je nachdem, ob das überhaupt geht, wenn ich zum Augenarzt war und Tropfen will, kriegst du das natürlich nicht. Aber dafür, genau für sowas hat man ja auch sein Stundenkonto. Ja. Und jetzt muss ich, glaube ich, mit Willi nur noch sprechen. Ich kehre zu Willi zurück, jo. Und du kriegst ja immer. Was ist das hier? Ich kann meinen Köder ändern. Süß. Kriegst ja auf alle Fälle immer ein bisschen Plus bei mir in der Abteilung. Hier, du hast es geschafft. Sein aufregender Fang. Manchmal scheinen sie so intelligent, dass es fast schon unheimlich ist. Also hier ist deine Belohnung. Dadurch, dass wir ja 200 Gold bekommen. Voll die doofe Aufgabe. Ja, wir haben so klassische Plastikkarten zum Ein- und Ausstempeln. Aber von meinem Arbeitsplatz bis zur nächstmöglichen Stempeluhr brauche ich mindestens 2 Minuten. Das heißt, auch wenn ich den PC wirklich dann ausmache, wenn ich Feierabend habe und dann wirklich schon alles bereit liegen habe, also ich schon Jacke an, meine Tasche, nehme und dann loslaufe, habe ich dann trotzdem immer 2 Minuten plus. Also du hast auf alle Fälle immer ein bisschen plus auf der Uhr. Deswegen ist das echt praktisch. Okay, jetzt haben wir 12. Jetzt noch auf die Insel lohnt nicht. Ja. Können einmal halt gucken, weil ich nicht mehr genau weiß, was der Zauberer wirklich alles für dieses Totem braucht. 1 Million Bananen und diese Drachenzähne. Wie viel? Ich hatte 10 Zähne im Kopf, also 10 Bananen, 10 Drachen. Zähne. Noch mehr Pulvermelone. Ah, ich bin zu weit unten. Sieh, ich muss weiter hoch. So zurück. Hochlaufen. Kauholz. Nochmal von diesem. Ein Stück Eis schwimmt. Ich war ja erst ein bisschen. Hallöchen. Ich war vor langer Zeit verheiratet. Ja, das ist doch die. Ist das nicht hier das Buch? Teleportiert in die Berge, teleportiert an den Strand, in die Wüste, zur Ingwerinsel. Ja, 10 und 10 und 10 Iridiumbahn. Behindert das Auftauchen ohne kleinen Stein und Holzscheit, wo Hinderzörnerin zu verfallen. Das hat auch mega, aber es kostet 10 Millionen. Ja. Und da müsst mit den Hütten. Und den Unsprenglern müsste man dann so ein. Das machen können wir, sobald wir auf der Ingwerinsel sind, suchen wir uns da irgendwas, was immer wächst. Platzieren diese Hütten, platzieren Sprenkler. Dass wir dann eine vollautomatische Farm haben. Was war hier unten nochmal?
Ja, hier konnte ich für 100k das aussehen. Nee. 500 Gold dann aussehen bearbeiten. Und hier kam ich zu der Hexenhütte. Du öffnest die Flasche und lässt ihn deine Nase in die Ohrenflasche angehen mit einem Haufen Aprikosen und würziger. Ein komisches Brötchen. Opfergabe anbieten? Jetzt schaut dich durch dich hindurch. Aha. Was ist denn so ein komisches Brötchen? Zu tauben und davonfliegen. Oh, hier könnte ich meine Kinder loswerden. Durch das richtig? Und was ist. Der automatische Schutz wird aufgehoben, sodass Monster bei Nacht auf deinen Hof kommen können. Oh, nee. Da könnte ich. Will ich nicht. Es wäre vermutlich eine schlechte Idee, deine zarten Arme dort hineinzustecken. Was war das hier? Verfluchtes Land, ein Zauberbuch für ländliche Hexen. Ja, ich gehe einfach so raus. Komme ich auch mal wieder hier in der Bahnstation aus. Weil hier gibt es ja. Ich weiß nicht, ob das halt einfach noch nicht im Spiel drin ist. Weiß ich auch. Geil, die Geldiode. Gehe ich hier oben rum. Zurück zu meinem Hof. Aber warte. War heute nicht der. Ich muss in die Stadt. Ich glaube, der Buchhändler war doch heute auch da. Vielleicht können wir noch mal ein paar Bücher shoppen. Hallo Sebastian. Als ich jünger war, bin ich immer zu den Gleisen gerannt, wenn ich einen Zug kommen gehört habe. Aha, und wieso machst du das jetzt nicht mehr? Was ist mit diesen Tagen nur geschehen? Seufz. Ja, nicht. Ich weiß nicht, wieso du das nicht wieder machst. Ja, da. Zahn. Das konnte ich mir merken. Ja, im Kino müssten wir auch eigentlich nochmal. Hallo Buchhändler. Kaufen. Aha, Lese- und Hoferfahrung zu sammeln. Ich muss die wieso alle kaufen? Das Pferdebuch. Holzfäller Wochenblatt. So, dann habe ich alle Bücher, die der aktuell hat. Oh. Ein paar Dinge. Eine Fähigkeit erlernt. Ein paar Dinge über Sammeln gelernt. Sehr schön. Wo war das hier? Hier. Bring ein bisschen mehr Geschwindigkeit, wenn du auf einem Pferd reitest. Der wird dann. Ist es unsichtbar? Nee. Wo ist denn jetzt? Nee. Okay. Aber wir haben jetzt ein Kino. Oder wir haben ja schon Ewigkeiten. Kino, wo ich aber erst, glaube ich, einmal drin war. So. Ah. Irgendwie war ich mir nicht mehr sicher, ob 16 oder 17 ist. Deswegen habe ich nochmal geguckt. Und das war 16. Carolin. Carolin. Obwohl es kalt ist, schaue ich hin und wieder nach dem öffentlichen Gartenbeeten. Ja, ich könnte noch mal eben.
war auf dem Hof, also Bushaltestelle. Ich habe noch ein bisschen was zu erledigen, meine Dailies, die ich ja nicht gemacht habe. Kann ich ja jetzt machen. Und so ein Shit. So. Das hier wieder mal. Nirgendwo so eine rote Geode mal übrig gehabt. Nö. Verkauft das nach oben. Mit dem zusammen. So, das kann alles verkauft werden, was ich jetzt im Inventar habe. Eier, wir brauchen Eier und Milch. Danke. So. Oh, die Erdbeeren sind reif. Cool. Oder so was hier wie die Erdbeeren, dass man die dann da pflanzt. So. Einmal gegen die Statue rennen. I like it. So, das läuft alles. Gut. Sollen wir noch mal schnell Kohle. Wir haben jetzt Fische zu räuchern. Ganz viele Fische. Was wird jetzt? Bisschen was dauern. Aber ist nun mal so. Wir müssen das machen, sonst wäre es eine Verschwendung. Aber wir können ins Bett gehen. Und das morgen weitermachen. Oder? Ja, komm. Nein, ich will kein Kind mehr, Alex. Wie oft denn noch? So, 6000 Münzen. Haben viel ausgegeben für die Bücher. Aber... das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Bis dahin, ciao.